langsam jetzt das erste Training in, ich sag mal, fast voller Mannschaftsstärke seit 14 Tagen absolviert. Wie ist die Mannschaft drauf und wie bist du drauf? Gut, also wir sind auf jeden Fall froh, wieder auf dem Platz sein zu dürfen. Es ist ja schon so, man merkt das auch, dass die Mannschaft auch erleichtert ist, dass wir wieder, wie ich schon sagte, dass wir Fußball spielen dürfen. Also die Stimmung ist nach wie vor gut. Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt natürlich. Wir haben in 22 Tagen etwa 6 sehr, sehr schwere Spiele. Und müssen wir jetzt in diese 3-4 Tage nochmal wieder so ein bisschen Spielrhythmus bekommen und dann das Beste daraus machen. Vor dem Training haben Ivo und du mit der Mannschaft nochmal gesondert gesprochen. Was habt ihr da in etwa gesagt? Ja, genau das, weil wir haben jetzt so eine Phase, wo wir alle nicht damit zufrieden sind, klar, dass wir nicht Fußball spielen könnten. Erste beiden Spiele sind abgesagt worden. Jetzt kommt so eine Ausgangsposition für uns, wo nicht gerade sehr, sehr glücklich gelaufen ist. Und dann dürfen wir jetzt nicht nach Ausrede oder Entschuldigung suchen. Im Gegenteil, wir müssen das als Herausforderung nehmen. Und vor allen Dingen, was mir auch wichtig ist, das ist das erste Spiel zu Hause vor Zuschauern. Auch mit gutem Start den Saison zu beginnen, auch für die restlichen Spiele. Das würde uns auch sehr, sehr gut tun und das ist auch wichtig. Sprichst du jetzt die erste Herausforderung am Sonntag zu Hause an? Was passiert jetzt in den nächsten Tagen bis dahin? Was plant ihr? Es wäre für mich falsch, wenn wir jetzt versuchen, oder wenn ich auch als Trainer jetzt versuche, in 3 Tagen jetzt die Mannschaft so zu belasten, dass ich denke, dass ich, was die verpasst haben, dass die da in 3 Tagen, dass sie kompensieren können. Das wird eigentlich nicht der Fall sein. Deswegen, was eigentlich Belastungssteuerung betrifft, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt versuche, in kürzester Zeit wieder so ein bisschen Spielrhythmus zu bekommen, auch gewisse Automatismen in der Mannschaft wieder zu bekommen. Wir waren auf sehr gutem Weg, die Vorbereitung ist super gelaufen. Aber ich sage es nochmal, wäre falsch, wenn wir jetzt in 3 Tagen alles auf einmal übertreiben. Das wäre nicht gut. Also von daher muss schon sachlich und fachlich sein und die Mannschaft nicht überfordern. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, in beinahe voller Mannstärke ist die Mannschaft jetzt wieder dabei. Marvin Bakkalorz und Julian Hetfer sind gerade noch individuell gelaufen. Wie geht's den beiden? Ja, beide sind ein bisschen angeschlagen. Also der Bakkalorz ist noch fraglich für mich für das Spiel am Sonntag. Das weiß ich nicht. Hetfer würde definitiv ausfallen. Bei Bakkalorz ist ja noch so die Hoffnung noch da. Jetzt ist am Sonntag auch dein erstes Heimspiel in Duisburg vor Zuschauern. Wie groß ist da die Vorfreude? Also ich habe immer genossen die Momente, wo wir mit dem Bus zum Stadion gefahren sind und so wie wir empfangen worden sind. Das war immer so Gänsehaut pur Feeling für mich. Und jetzt im Stadion, wie ich das weiß, dass der Vorverkauf auch sehr gut läuft. Und wir wollen auf jeden Fall diese Momente mitnehmen und genießen. Und für mich ist auch sehr wichtig, dass wir auch unsere Fans endlich mal auch Grund geben, uns zu feiern. Und deswegen, die Vorfreude ist sehr, sehr groß. Ich weiß, dass das nicht leicht wird für uns, aber ich bin absolut zuversichtlich, dass wir Kraft haben, auch am Sonntag zu gewinnen. Stichwort Vorverkauf, der läuft ganz gut, ein bisschen Luft nach oben ist da. Warum sollte man am Sonntag kommen? Ja, weil wir erste Heimspiel haben diese Saison und dass wir alle zusammen, wie gesagt, ganze Saison auch geben und nehmen wollen. Und das ist jetzt ein Spiel, wo wir natürlich die Fans schon einiges schulden. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall positive Start erwischen werden.